Unsere nächste Referentin Jana Teuscher muss ich Ihnen ja eigentlich beinahe gar nicht vorstellen, weil sie so gegenwärtig in Vorbereitung und jetzt auch im Verlauf der Tagung gewesen ist. Nichtsdestotrotz nun ein paar biografische Notizen zu ihr. Jana Teuscher hat Kunstgeschichte und Geschichte an der Universität Hamburg und Cadiz studiert und wurde 2008 mit einer Arbeit über römische Kirchenfassaden des 17. Jahrhunderts und ihr Verhältnis zum Innen- und Außenraum promoviert. Anschließend war sie Volontärin am Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin und betreute in der Folge ein 2010 erschienenes Publikationsprojekt zu den verlorenen deutschen und niederländischen Zeichnungen aus dem Bestand des Kabinetts. Es folgten im Anschluss daran Projekte zur Provenienzrecherche des Bestandes der Neuen Nationalgalerie sowie zum Bestand des Bröhan-Museums in Berlin. Seit 2018 ist Jana Teuscher Kustodin der Stiftung ARP e.V. und beschäftigt sich in ihren wissenschaftlichen Arbeiten mit Arbeiten auf Papier, wie zuletzt im Katalog zu Sophie Teuber ARP der Ausstellung in Poznan. Jetzt Jana, herzlich willkommen hier oben. Mein Vortrag wird sich an den Vortrag von Julia Weiner anschließen und ich bin froh, dass es, glaube ich, wirklich eine Ergänzung ist und keine Doppelung, weil wir uns vorher nicht abgesprochen haben könnten, sondern eine Fokussierung auf Frankreich und auf die Kunst ja, in Frankreich nach 45 sein wird. Denke ich an Deutschland. Denke ich an Deutschland ist eine sonntägliche Rubrik im Radio, in der sich mehr oder weniger berühmte Leute Gedanken über Deutschland machen. Das Diktum abgewandelt in denke ich an die französische Nachkriegskunst, denke ich an Existenzialismus und an Sartre und es erscheinen vor meinem geistigen Auge kriegsgeschundene, zerklüftete und deformierte Leiber, Strukturen wie die Germain Richiers oder Alberto Giacomettis. Nur als Beispiel. Diese Arbeiten werden allgemeinhin als künstlerische Reaktion auf das Grauen des Zweiten Weltkrieges verstanden, auf die Kollaboration der Franzosen mit dem Vichy-Regime, auf die Berichte der heimgekehrten Kriegsgefangenen und der aus dem KZ befreiten Männer und Frauen. Sie seien das Ergebnis einer Suche nach Erlösung und einer neuen Menschlichkeit, die mit der Befreiung Paris im August 1944 einsetzte. Einen künstlerischen Weg, Aggression und Tod als Folge der Kriegsereignisse zu verarbeiten, sah man daher in der Darstellung von Leid, in der Hoffnung, wieder Zugang zur eigenen Gefühlswelt zu erlangen, um schließlich in einer geläuterten Welt anzukommen. Dass nicht nur verstümmelte Gestalten Eingang fanden in das Repertoire französischer Skulptur nach dem Zweiten Weltkrieg und dass Erlösung nicht allein durch Deformierung und Verletzung der Formen erreicht werden konnte, mit dem Pfeil durch den Körper, wie der französische Kunstkritiker Choncel es ausdrückt, möchte ich hier zeigen. Denn wirft man einen Blick in die Ausstellungskataloge und in die Kunstzeitschriften der 1950er und 60er Jahre, stellt man fest, dass ARPs organisch abstrakte Formen mit ihren glatten Oberflächen und konkav-konvexen Schwüngen die Strukturenszene Frankreichs jener Jahre prägten. Ein beliebiges Beispiel aus La Aujourd'hui und eigentlich habe ich auch darauf gezählt, dass Julia noch einen Katalog französischer Strukturen aus dieser Zeit zeigt. Was interessierte also die Bildhauergeneration nach dem Zweiten Weltkrieg an ARPs schaffen? Warum war es gerade ARP, der die französische Struktur nach 1945 belebte und dessen Werk breit rezipiert wurde? Warum gerade ARP, dessen plastisches Œuvre sich weitgehend ohne Bruch an sein früheres Werk anschloss und der nicht nur mit Formen reüssierte, die er bereits in den 1930er Jahren schuf, als er begann, sich plastisch zu betätigen, sondern sich auch wiederholt seinen bereits geschaffenen Arbeiten zuwendete, die er vergrößerte, neu kombinierte oder auseinandernahm. Als Beispiel habe ich zum Beispiel die Pagodenfrucht,
die obere von 34, die er dann nochmal vergrößert und 49 nochmal vergrößerte, das ist dann die untere. Und dann auf der rechten Seite die Konkretion, die er, das ist falsch, das ist nicht 37, sondern die ist von 35 und die er dann später nochmal die Schale dazu gibt. Die Aufnahme ist von der anderen Seite, deshalb gleichen die sich jetzt nicht so. Also, warum ausgerechnet Arp, der auf wesentliche Neuerungen verzichtete, die die Struktur seit den 1920er Jahren erfahren hatte, der weder auf neue Materialien wie Eisen oder Kunststoff zurückgriff, noch Volumen aufgelöste, liniendominierte Strukturen aus zusammengeschweißten Drahtgeflechten herstellte, weder einen konstruktivistischen Ansatz verfolgte, noch sich in kinetische oder kybernetische Struktur ausprobierte. Ganz im Gegenteil, Arp ging klassisch vom Volumen aus und blieb zugleich den traditionellen Materialien verhaftet, wenn er Gips modellierte und davon Bronzen gießen oder in Stein hauen ließ. Sein Impact auf die Kunst, die in Frankreich der Nachkriegszeit geschaffen wurde, legt zunächst einmal seine Präsenz nahe. Seit 1926 französischer Staatsbürger, lebte Arp seit 1929 mit Unterbrechung während der deutschen Besatzungszeit nahe Paris, wo seine Arbeiten seit den 1920er Jahren auf vielen Ausstellungen zu sehen waren. In Paris wurde die energische Promoterin der internationalen Moderne, Denise René, Arps Galeristin, die ihm 1950 eine erste Einzelausstellung widmete. Die umfangreiche Korrespondenz mit ihr zeigt ab dieser Zeit einen sehr regelmäßigen Verkauf seiner Werke, der Arps kommerziellen Erfolg sicherte. Arp war nicht nur bei einer tatkräftigen Galeristin unter Vertrag, die seine Arbeiten an ein kunstaffines Publikum vertrieb, sondern Arps Werk wurde in Frankreich auch von seinen Künstlerkollegen hoch geachtet. Dabei ist es wohl Ironie des Schicksals, dass Arp gerade auch von den Künstlern geschätzt wurde, deren Kunst Arp Galeristin ablehnte. Als nicht neu, aber doch zeitgenössisch, wird Arps Schaffen vor allem von den Künstlern des Informes in den 1950er Jahren angesehen, die es inkohärent und unförmig schätzten und dem Prinzip der Formlosigkeit im Spannungsfeld von Formauflösung und Formwerdung verpflichtet waren. Arp war Zeit seines Lebens in unterschiedlichen Künstlerzirkeln aktiv und in unzähligen Gemeinschaftsprojekten involviert. Vergleichbar vielleicht mit Arps Engagement bei den Konstruktivisten von Sergei Carré und deren Nachfolger Abstraction Création, bei gleichzeitig anhaltender Sympathie für die Surrealisten, nimmt es kaum Wunder, dass er bei Denise René mit den Künstlern der geometrischen Abstraktion ausstellen konnte und im gleichen Moment mit den Taschisten zusammenarbeitete. Dabei geht es mir hier nicht um Arps Perspektive, also nicht um seinen Willen zur Synthese, unterschiedliche Richtungen nicht als widersprüchlich, sondern ergänzend zu verstehen, sondern mich interessiert der Blick von außen auf sein Schaffen, das nämlich im vorherrschenden Stilpluralismus nach 45 Anknüpfungspunkte für sich diametral gegenüberstehende künstlerische Ausrichtungen anbot. Kein Abschluss, sondern ein Aufschluss sind die Worte, mit denen Carola Gideon-Welker seine Arbeiten charakterisiert. Neben der Anerkennung durch Künstlerkollegen und seinem kommerziellen Erfolg, der sich in der Nachkriegszeit einstellte, brachte ihm der Gewinn des Skulpturenpreises auf der Biennale in Venedig 54, die große Einzelausstellung seiner Werke in Paris 62 und die Verleihung des Prix National im darauffolgenden Jahr die institutionelle Anerkennung und zementierten endgültig sein Ansehen als erfolgreichster zeitgenössischer Bildhauer Frankreichs der Nachkriegszeit. Dieser Status spiegelt sich auch in den französischen Kunstzeitschriften jener Jahre wider. Kaum eine einzige Ausgabe von Cemès, L'Art d'aujourd'hui, XXe siècle oder L'Oeil kommt ohne einen Beitrag über Arp aus, in denen er als wichtigster Vertreter der Abstraktion gewürdigt wird. Hier nur ein Beispiel aus L'Art d'aujourd'hui. Paris erwies sich für Arp und seine Bildhauerkollegen als idealer Standort. Denn das Interesse an Skulptur war in den Nachkriegsjahren an kaum einem anderen Ort so ausgeprägt wie dort. Zum einen hatte sich schon in den frühen 1940er Jahren eine aktive Galerieszene etabliert, deren Protagonisten sich seit der Libération auf dem Pariser Kunstmarkt positionieren konnten
und damit in der Lage waren, die ästhetischen Debatte mitzubestimmen. Im Fokus dabei stand ein besonderes Engagement für zeitgenössische Skulptur, die unter anderem von Arps Galeristin Denise René gefördert wurde und die nicht nur Arp, sondern auch der jüngeren Künstlergeneration in ihrer Galerie ein Podium bot. Zum anderen waren es die Künstler selbst, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit diverse Salons gründeten, um sich Ausstellungsmöglichkeiten zu schaffen und damit Öffentlichkeit zu erhalten. Unter diesen Neugründungen befand sich auch der Salon des Jeunes Sculptures, der exklusiv Bildhauern ein Forum zur Verfügung stellte, ihre Werke zu zeigen. Ziel dieses Salons war es dabei nicht nur, diese Arbeiten zu fördern und bekannt zu machen, sondern im öffentlichen Raum, sondern auch dazu aufzurufen, Skulpturen nicht auf den Galerieraum zu beschränken, sondern im öffentlichen Raum zu platzieren. Das zeigte durchaus Wirkung, denn im Folge des ersten Skulpturensalons 1949, wo Werke im Garten des Musée de Rodin gezeigt wurden, schlossen sich weitere, regelmäßig stattfindende Freiluftausstellungen an. Hier ein Beispiel aus Biot, ein Ort in der Provence, mit, wie Sie sehen, sehr vielen Arp-ähnlichen Werken. Diese Werke kamen also aus dem Atelier- und Galerieraum heraus. Sie waren dabei weniger als Monument auf öffentlichen Plätzen zu sehen, sondern wurden in Gärten und Parks aufgestellt und damit in die Natur integriert. Zum Teil ohne Sockel intensiviert sich die Relation des Werkes zur Umgebung, in dessen Folge sich ein anderes Verhältnis von Skulptur und Natur manifestiert. Das dokumentieren auch Fotos von Arps Garten Meudon, wo seine Werke zumindest im Rahmen von Fotoaufnahmen im Garten aufgestellt wurden oder sogar sockellos im Gras liegen. So, bei dem Foto steht zwar Clamart, aber das heißt nur, der Aufnahmeort ist Clamart, der Fotograf war Scheidegger. Die bereits erwähnten französischen Kunstzeitschriften begleiteten diese Ausstellungen kritisch. Arp diente ihnen fast immer als Referenz für die große, fast unüberschaubare Gruppe an Bildhauern, die sich an einfachen, abstrakten Formen orientierten, die auch in den Magazinen als die Formen erkannt wurden, die sich im Stil durcheinander der Nachkriegszeit durchsetzten. Gleichwohl verweist die in Frankreich ansässige Kunstkritikerin Hertha Wäscher auf Etienne Haidou, Françoise Daly, Émile Gioli, Marc Dapin, Edith Matin und andere, deren Werke zwar auch auf reduzierten Formen basierten, sich jedoch durch deren eigene Handschrift von jener großen Masse abhebten. Als Pass pro Toto möchte ich daher auf einen der soeben hervorgehobenen Künstler eingehen, nämlich auf Françoise Daly, dessen Werk gleichfalls durch biomorphe Formen, glatte Oberflächen, fließende Linien geprägt ist, um beispielhaft Bezüge zu Arps Formen und Gedankenspiel skizzieren zu können. Françoise Daly studierte an der reformorientierten Akademie Ranson in den 1930er Jahren und verbrachte wie Arp die Zeit während des Zweiten Weltkrieges in Südfrankreich, wo beide in Kontakt standen. Werktitel Dalys wie Wachstum oder Metamorphose, die sich im Übrigen auch im Œuvre Arps finden, kündigten bereits Dalys programmatisches Interesse an der Darstellung naturnaher Prozesse an. Ausgearbeitet in einem Kontinuum fließender Übergänge geht Dalí unübersehbar dem keimenden, entstehenden, wachsenden, pflanzengleich dem nicht zustrebenden nach. Unter einer erstaunlichen Bergbreite, die kristalline genauso wie organische Figurationen umfasst, legt Dalís Fokus auf den Ausdehnungen von Formen. Auf Knospungen und Ausbeulungen, die ein brodelndes, blasenartiges Wabern evozieren. Aber auch auf einem Kräfteverhältnis, das typischerweise die Natur hervorbringen kann, wenn es zu großen seitlichen Austragungen kommt, wie es auch bei Arps Plastiken zu sehen ist. Und die natürliche Schwerkraft außer Kraft zu setzen scheinen. Ähnliche Eindrücke
die sich als weiche Ein- und Ausstülpungen im festen Material abzeichnen, weisen Arbsarbeiten dieser Zeit auf und sind unter anderem an den Bronzen Pflanzengriffel, mondhaft, menschlich geisterhaft oder tanzende Blume zu sehen. Die beiden zuletzt genannten waren auch auf der 1962er Ausstellung in Paris zu sehen. Sie entsprechen damit Arbs vielfach konstatierter vitalistischer Vorstellung eines Werkes, das mit eigener Lebensenergie gefüllt werden müsse. An diese Metapher von im Inneren waltenden Kräften anschließend entwickelte Arp als Arbeitsmaxime die Bezeichnung konkrete Kunst bzw. Konkretion, worunter er eine Analogie zu natürlichen Wachstumsvorgängen verstand, die wechselnden Dynamiken unterworfen seien. Konkretion ist etwas, das gewachsen ist, sagt Arp, das natürliche Prozesse wie Entstehung, Anwachsen und Zerfall beinhalte. Unverkennbar beschäftigten sich Staly wie Arp mit der Visualisierung solcher naturnahen Entwicklungen. Dass das Nachdenken über das Verhältnis von Natur und Skulptur bei diesen beiden Künstlern kein Einzelfall, vielmehr zeitgeistiges Kennzeichen der Nachkriegszeit ist, darauf verwies bereits Christa Lichtenstern. Wenig überraschend ist daher auch der Fakt, dass 1958 eine Sonderausgabe der französischen Kunstzeitschrift Vingtième Siècle erschien, die dem Verhältnis von Natur und Kunst gewidmet ist. Erwähnenswert dagegen ist, dass der Herausgeber San Lazzaro den Naturbezug der Kunst von der Lebenswelt der Gegenwart entkoppelt und die Natur als Gegenpol zur technischen Entwicklung jener Zeit zum Anschlag bringt. Mit dem Bezug auf die Natur entziehe sich die zeitgenössische Kunst dem technischen und wissenschaftlichen Fortschritt der Gegenwart, lautet die Diagnose. L'art contemporain échappe à son siècle que le siècle de la technique et que les sciences caractérisent au mieux que les arts. Mit ihren Bezügen zur Natur gelinge es der zeitgenössischen Kunst, dem vorherrschenden technoiden Charakter unseres 20. Jahrhunderts zu entkommen. Die Kunstkritikerin Carola Gideon-Welker steigert diesen Gedanken, wenn sie von einer fortschrittsgläubigen Überbewertung des Aktuellen in abrupter Loslösung von den humanen und künstlerischen Verwurzelungen schreibt. Sowohl der Kritik an einer zunehmenden Mechanisierung der Welt, der als ein Grundübel für die Kriegsgrausamkeiten ausgemacht wurde, als auch aus Unverständnis dem technischen Fortschritt gegenüberstehend und ohnmächtig einer rasenden Entwicklung zusehend, wird die Beschäftigung mit der Natur als Gegenbewegung zur Nachkriegsmoderne deklariert. Dabei wird hier an Befindlichkeiten angeknüpft, die nach dem Ersten Weltkrieg spätestens Mitte der 1920er Jahre einer technik-euphorischen Avantgarde überkamen, wenn sie Zweifel an ihren Utopien hegten und stattdessen wieder das Verhältnis von Mensch und Natur in das Zentrum rückten und anstatt nach der äußeren Erscheinung der Dinge nach den inneren Kräften fragten. Arp äußerte bekanntermaßen von Beginn an seine Zweifel an der Moderne, an der Fortschrittsgläubigkeit der Menschen und an einem rationalen Zugang zur Welt, der da nur schreckliche Charaktere erzeugte und dazu führe, dass sich die Menschen bekämpften und darin das Grundübel aller Krisen sah. Als Künstler, der sich seit seiner frühen Dada-Arbeit dezidiert gegen Krieg und Gewalt wendete, war er in der direkten Nachkriegszeit ein besonders glaubhaftes Beispiel, dem andere Künstler nach 1945 unbedenklich folgen konnten. Mit seinem Missbehagen an der Mechanisierung und Automatisierung konnte er den Künstlern im Nachkriegseuropa, zumal in Zeiten des Kalten Krieges, als moralische und künstlerische Referenz dienen. Tut entsprechend eine solche künstlerische Einstellung als Weltflucht ab, die Kunst hervorbringe, die nichts mit der Gegenwart zu tun habe und damit auch keinen substanziellen Beitrag für die aktuelle Kunst leisten könne, so lohnt es sich doch, Arps ablehnende Haltung gegenüber Fortschrittsgläubigkeit nicht als Rückwärtsgewandtheit zu deuten oder in eine banale, harmlose Realitätsverweigerung ableiten zu sehen. Vielmehr etabliert sich in Arps Schaffen ein Gegenmodell, das hilfreich sein kann für eine künstlerische Auseinandersetzung mit Zerstörung, Tod und seelischen Verletzungen. Mit Arps Werk bot sich schließlich eine Alternative für die Verarbeitung für Schmerz und Trauer nach dem Zweiten Weltkrieg,
Die Bestrebungen, der herrschende Moderne nach Fortschritt, werden um eine große Sehnsucht nach einer sinnlich irrationalen Kunstwelt erweitert. Vielen Dank. Vielen Dank, Jana. Ich finde, es ist aus unserer heutigen Perspektive schwierig, damit zurechtzukommen, sich die Frage nach der Natur nach 1945 zu stellen. Unmittelbar nach Ende des Krieges war ja die Dimension der Zerstörung noch nicht ganz unmittelbar klar. Wir aus heutiger Perspektive haben das größere Bild bereits. Und umso mehr stößt uns, glaube ich, auf, wenn jemand wie Arp einen krassen Bruch im Werk eben nicht hat. Also meine Frage schließt sich im Grunde an die, ich auch Julia Wallner gestellt habe und auf die Sie, Herr Bouvier, ja auch ganz nachvollziehbar geantwortet haben, dass für Arp der entscheidende Moment schon der Erste Weltkrieg gewesen ist. Das finde ich ganz nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz ist für mich doch die Frage, was ist eigentlich Natur nach 1945? Denn die realistische, die tatsächliche Natur hat sich ja auch maßgeblich verändert. Nicht nur die Städte waren zerstört, sondern ja auch die Natur, die Wälder und so weiter waren nicht mehr dieselben wie vor 1939. Also auf einmal wird die Auseinandersetzung mit Natur gar nicht mehr keine Auseinandersetzung mehr an konkreter Natur, sondern an einer Art Rückbesinnung an Natur. Kann man das so sagen? Also was ist Natur nach 45 bei Arp? Ist es eine andere als die davor? Ich möchte auch das nochmal betonen, dass ich auch denke, dass bei Arp einfach in der Dada-Zeit für ihn alles entwickelt wird und das auch, als er dann 1930, ja, also sehr, sehr spät in einem recht hohen Alter, mit über 40 überhaupt, zur Rundplastik kommt, dass er auch dann schnell sein Repertoire entwickelt. Das wird natürlich ergänzt, aber ich glaube auch, im Kern ist es da. Aber natürlich habe ich mich auch diese Frage gestellt, warum macht er formal zumindest nach 45 weitgehend weiter und er greift zurück auf diese alten Werke, die er schon mal geschaffen hat. Andererseits drückt er sich ja in seinen Gedichten aus und er beschäftigt sich damit sehr, sehr viel mit Tod und Zerstörung, aber nicht so konkret, nicht so explizit in seiner Struktur. Also deshalb würde ich auch sagen, es ist einfach alles da. Mhm. Zum Naturverhältnis denke ich auch, dass sich da Arp rauszieht, indem er sagt, mir geht es hier auf keinen Fall um eine Konkurrenz oder um Imitation der Natur, sondern mache was wie die Natur und kann unter Hilfe dieser Metapher auf solche organischen Formen zurückgreifen, ohne dass ich sie erklären muss. Und sicherlich spielt das dann auch eine Rolle, wenn man diese Zerstörung vor Augen hat, das ist natürlich, dass eine Flucht aus zerstörten Städten in das Grüne doch auf der Hand liegt, weshalb das sicher bei dieser Bildhauergeneration, wenn man mal breiter fasst, nicht nur auf Arp fokussiert, sich das anguckt, dass der Wunsch da ist, wir gehen raus und raus aus der zerstörten Umgebung rein in was Grünes. Du hast ja auch den Kunstmarkt in deinen Vortrag mit einbezogen. Der ist sicherlich auch ein wichtiger Impulsgeber, dass Arp da auch anschließt. Ja, das hilft ihm sicherlich. Also ich war auch erstaunt zu lernen, dass der Kunstmarkt in Frankreich wirklich in den frühen 40er Jahren sich entwickelt. Also nachdem er dann erstmal bedingt durch die Weltwirtschaftskrise am Boden lag, kommt er relativ, also wirklich in dieser
Kriegszeit in den 40er Jahren, in den frühen 40er Jahren, etablieren sich viele Galerien, haben wohl aus diesem Grund, dass das Kunst auch als Währung funktionierte. Und die waren einfach dann 1944 da, die waren etabliert und konnten dann, sobald Paris befreit war, auch tatsächlich loslegen. Also sie hatten einen Vorsprung, die mussten sich nicht langsam aufbauen. Die waren da und ich glaube auch, natürlich war das hilfreich für Ab und aus den Dokumenten, die wir bei uns in der Stiftung haben und gerade von Denis René gibt es ein großes Konvolut, kann man auch wirklich sehen, dass sie da ganz schnell nach Amerika verkauft haben, weil alle Preise da in Dollar angegeben sind. Mhm. Vielen Dank. Ich würde vielleicht noch etwas sagen zu dieser Ihrer Frage mit der Natur, warum er sich praktisch nach dem Krieg weiter, also praktisch was das sein Verhältnis zur Natur sein könnte. Ich habe den Eindruck, dass er sich eben nach dem Krieg nicht mehr auf die Natur bezieht, sondern mehr und mehr wird es ja Kunst nach der Kunst und nicht mehr Kunst nach der Natur. Deswegen macht er ja zum Teil auch diese Übernahmen von, also in den 50er Jahren, diese Torsi, die eigentlich Variationen oder Übernahmen von den Werken aus den 30er Jahren sind. Also ich habe den Eindruck, dass das vielleicht eben auch der Grund ist, warum er das macht, weil die Natur, oder sagen wir mal, die Realität ist nicht mehr Bezugspunkt, es kann nicht mehr Bezugspunkt sein, deswegen ist es mehr die Kunst und die Kunst, die nach der Kunst operiert sozusagen. Und ich fand es nicht uninteressant, obwohl ich habe es jetzt nicht lesen können, war zu kurz eingeblendet, der eine Artikel aus den, glaube ich, 50er oder 60er Jahren, da steht ja Art et la manière. Was schon interessant ist, also wie gesagt, ich weiß nicht genau, was der Inhalt ist, aber ich dachte da schon sehr schnell an diese Idee der Manier, der Maniera. Und gerade der Manierismus ist da letztlich auch eine Kunst nach der Kunst. Also dieses Artifizielle auch. Und also wie gesagt, das fand ich jetzt nur schlagend, dass dieser Manierbegriff da fällt, ohne jetzt zu wissen, wie der da genau genutzt wird. Aber diese Idee, dass man sich eben nicht mehr auf die Natur oder auf die unmittelbare Wirklichkeit, sondern eben auf die Kunst bezieht, könnte schon auch ein Grund sein, warum das dann weitergeführt wird, weil das ist praktisch noch der Bereich, wo man sich darauf beziehen kann, der praktisch noch unbefleckt ist, in Anführungszeichen. Aber also vielleicht könnte das auch ein Ansatz sein, sozusagen. Ja, vielen Dank für den Auftrag, der sehr interessant war. Und ich habe nur zwei Bemerkungen. Erst sehr schnell zu diesem Artikel L'art et la manière. Das ist eigentlich eine Reihe von Interviews, die Ihnen also in dieser Zeit gemacht worden sind und über die Technik eigentlich wirklich. Und das ist hochinteressant, besonders auch für Arp, weil in diesem Artikel erklärt er wirklich, wie er Reliefs machte, wie er die Skulptur machte. Und die Abbildungen sind deswegen auch sehr interessant, wie Sie es gesehen haben. Es sind nicht Abbildungen von Bildern, aber Bildern und Skulpturen, die im Atelier sind und nicht fertig sind. Genau, Arbeitsprozessteil. Ja, Prozessteil, ja. Das war also, und die andere Sache war mehr eine Bemerkung und Frage wegen des Kontextes. Ich glaube auch, dass diese Fragestellung, diese Position für die Natur in dieser Zeit, die man sehr viel, also wie man es hier in diesem Inhaltsverzeichnis sieht, also es ist wirklich ein Debatt in Frankreich und es ist sehr präsent bei den Jeunes Peintres de Tradition Française und nachher beim Informel und so weiter. Und Arp ist so ein Beispiel für solche Künstler. Und für die Bildhauer, die Sie erwähnt haben. Aber im selben Moment, und besonders in der Galerie Denis René, gibt es hier auch die kinetischen Künstler. Und ich glaube, es sind eben zwei Positionen, die sich in dieser Zeit konfrontieren. Auf der anderen Seite eben ist diese mechanische Kunst, kinetische Kunst. Und Arp hat nie für solche Künstler geschrieben. Er hat sich nur für konkrete Künstler interessiert
oder also wo eben die Fortschritte eben nicht so, also industrielle, technische und so weiter, nicht in Frage kamen. Er bleibt gegen den Fortschritt, also auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, im Kontext, also in den 50er Jahren, gibt es wirklich zwei Positionen. Und ab in kein, also Incarne, verkörpert wirklich diese Position in diesem Kontext. Und ja, das war so eine Bemerkung, also betreffend, also ich glaube, man muss es auch in diesem Kontext wieder stellen. Ja, das konnte ich mir auch, also darüber bin ich auch immer wieder gestolpert, weil ich das natürlich auch gesehen habe. Ich habe mir diese Ausstellungskataloge von denen, die René angeschaut, habe gesehen, dass sie auf jeden Fall, das schreibt sie ja auch überall, für was sie sich interessiert. Und das ist einfach diese kinetische Kunst und auch optische Kunst, sie macht die ganz viel mit Vasarely, und die neoplastische Kunst, und dann hat sie auch Arp, und sie hat ja aber auch Giglioli unter Vertrag. Sie hat die beiden. Sie hat die beiden, ja. Aber ich, es ist auch, gestern wurde über Rodin und Arp gesprochen, und im Gedicht von Arp über Rodin geht es um die Erotik von Rodin, die vitalistische Erotik. Und Arp sagt, dass er das eben mag und nicht diese mechanische Erotik. Und ich glaube, es ist dasselbe auch in diesem Kontext. Also das ist sein Standpunkt über die Sache, die er und manche, und da macht er eben Beziehungen mit einigen Künstlern und nicht anderen. So. Ich habe eigentlich eine Bemerkung in Bezug auf die Natur nach dem Zweiten Weltkrieg, weil das die Rolle der Natur zu dieser Zeit sehr zwiespaltig und ambivalent beschrieben wurde. Also zum Beispiel in den Texten von Jean-Paul Sartre wurde Natur als eine gefährliche Kraft betrachtet, und nach dem Zweiten Weltkrieg war manchmal oder sehr oft die Natur die erste, die die Ruinen übernommen hat. Und dann waren die Leute gezwungen, nicht nur die Städte wiederzubauen, sondern auch gegen die Natur zu kämpfen. Und Arp, glaube ich, war immer der Idee treu, dass die Natur und der Wachstum etwas Positives ist. Und Sartre hat in dem Buch Eckel, das wurde zwar ein Jahr vor dem Zweiten Weltkrieg herausgegeben, veröffentlicht, aber in dem Buch hat Sartre schon geschrieben, dass die Natur gefährlich ist, und der Protagonist des Buches, Roquentin, hat immer Angst gehabt, dass er sich, dass er einmal wach sein wird und die Natur ist schon in der Stadt. Und er hat von diesem unkontrollierbaren Wachstum sehr große Angst gehabt. Also das, glaube ich, das wäre auch sehr interessant in dem Kontext von den französischen Künstlern, sich die Frage zu stellen, was für eine Idee dahinter steht, weil die Ideen von den Existenzialisten zu dieser Zeit auch sehr populär waren. Ja? Und sie haben die Rolle der Natur ganz unterschiedlich als Arp betrachtet. Ja, genau. Also das denke ich auch, dass es ein anderer Ansatz ist. Und ich habe versucht, das halt in am Anfang aufzumachen. Es gibt auf jeden Fall diese Kunst des Existenzialismus, aber es gibt halt auch was anderes, was sehr wirkungsmächtig in dieser Zeit ist. Und bei Abdeckig hat, also ne, es ist genau diese andere Auffassung der Natur und diese Analogie mit Wachstum, Veränderung, was aber positiv gedeutet wird. Präsent, aber auch
umgedreht. Also bei Arp, also zumindest sagt er das auch oder schreibt es, muss man natürlich auch immer quellenkritisch dann entsprechend deuten, aber er sagt ja auch immer so, Zerstörung und Tod ist Teil meiner Arbeit und er akzeptiert das im übertragenen Sinne. Deshalb, also zum Beispiel arbeitet ja Eric Robertson das an, seine Papier de Gérée raus, wo er auch immer sagt, diese zerrissenen Papiere entstehen vor allen Dingen immer in Zeiten der Krise. Und darum sehe ich immer Arp als jemand, der nicht nur positiv die Dinge betrachtet, sondern der durchaus auch die Zerstörung sieht, aber halt nicht im Sinne von, vielleicht im Sinne von Natur, aber im Sinne von natürlichen Prozessen. Aber vielleicht jetzt nicht so radikal, dass die Natur auch alles zerstören kann. Gut, vielen Dank. Jana Teusche nochmal, dann würden wir jetzt mit dem... Ah ja. Äh, 49.